Hallo, liebe Leute, willkommen wieder zu Rome Total War. Ja, der Drago, der Spartaner, macht die Spartaner zu Weltruhm. Wir müssen die Familienmitglieder beschützen und alles Mögliche beweisen. Deshalb kann es halt einfach sein, dass es für euch nicht so toll ist, weil ich nicht sofort alles erobere und jeden der Familienmitglieder verheize. Deshalb bin ich sehr taktisch. Ich möchte taktisch spielen. Ja, und wir haben damals Halikarnassos eingenommen und haben hier oben ein bisschen erkundet. Jetzt haben wir hier eine Runde fertig. Ah ja, genau, das ist unser Schiff, das kaputt geht. Das Schiff ist bereit. Ja, lassen wir das. Verheizen wir die Schiffe. Das Schiff ist bereit. Von mir aus. Da haben wir noch das große, also die große Schiffe. Und sonst. Ja, wir haben jetzt noch ein neues Weltwunder, hä? Beeindruckendsten und schönsten Gebäude der Welt. Ja, geht so. Ah ja, senkt die Gebäudebauzeit um 20%. Wie genial ist denn das? Okay. Der greift nicht an. Ah, ist das ein dummes Tier. Brutus. Du Lamme. Sind bereit. Ja, ich hab's gerettet. Mein Superschiff. Es kann gerettet werden. Die haben sich zurückgezogen wie kleine Landeier. Ah, okay. Boah, alles schwarz. Seit wann habe ich das nicht mehr gehabt? Das ist ja mal genial. Keine roten Zahlen mehr. Ja gut, dann starten wir hier mit dem Bau von... Übungsplatz, ein Petersen. Großer Tempel von Nike. Ja. Rhodos hat die Kanalisation. Dann nimmst du bitte Pflasterstraßen. Na, ey, ich brauche keine Kaserne jetzt momentan noch. In Thermon. Ah, Thermon, ist so bekannt. Haben wir ja die Wehrkaserne zu machen. Genau. Wir werden auf jeden Fall außen, also bei den Feinden, immer ja, Militär machen. Boah, die Mazedonier sind ganz Griechenland schon fast. Kydonia. Okay, da ist leider fertig. Da müssen wir warten, bis wir eine große Stadt haben. Ja, ist auch niedrig. Sehr gut. Halikarnassos. Ja, Rodung unbedingt. Ein Kaufmann, Mentor. Okay, schlechte Farbe. So, ja, Rekrutierung gebannter Hoplit. Armenische Kleinstadt, die ist noch zu sehen, aha. Mein Herr, sofort. Sofort. Komm bitte, wo bist denn Sofort. du? Hallo, Start. Sofort. Hä? Ja, mein Wie Herr, weit ist denn wir die sitzen oben? fest. Ich erinnere mich gar nicht mehr so gut darüber, darunter, da Bereit. davon. Was wollte ich eigentlich jetzt dort machen? Die Dinge holen, hä? Haben wir große Schiffe? Nein. Das geht nicht. Ja. Also. Wir nehmen den hier, den hier, den hier, den hier. Ach komm, den lassen wir hier. Lassen wir eins der Dinge hier. Der kann auch hier bleiben. Aber wir brauchen die da. Der da, der da. Und der. So, Bereit.
Mit denen gehen wir jetzt hier hin. Die kann ich nicht ausladen, so, ja. Wir können jetzt nicht weiter. Also, hier haben wir die Großen, gell? Okay, haben wir hier irgendwas? Ich muss dann noch wieder schauen, weil... Hey, ich komme fast nicht mehr zum Rom aufnehmen. Ich muss das immer wieder... Ich muss das wieder in einer guten Priorität machen. Damit ich euch da nicht unterwegs noch unter... Also vergesse, hä? Die lieben Rom-Fans. Untersuche. Das geht nicht, Herr. Zu Diensten. Unterwegs. Also, da haben wir das Ding, das lassen wir noch, hä? Wir wollen ja auch ein bisschen die Leute haben die Moral. Nein, da gab es noch keine Moral, hä? Dann lasse ich die hier. Ja. Agenten. Ich werde jetzt mal zu denen. Die haben sowieso einen Diplomat geholt. Kann ich die da... Ich werde sofort mit ihnen reden. Macht wahrscheinlich eigentlich Waffen. Waffenstillstand bitte. Ich werde natürlich noch weiter nerven. Ja, Meister. Untersuche. Kerngesund. 2 Trefferpunkte. Unterwegs. So, die sind noch am Kämpfen und am Patavium einnehmen. Wieso tun die nicht Medialanum einnehmen? Hm. Fragen über Fragen. Ja, Strategos. Die KI ist schon ein bisschen lustig, hä? Ja, ich denke, boah, es ist kalt mir. Sein Bauernhaus ist nicht gerade gut zum Wohnen. Komödiant. Also ich speichere mal. G8. Bla. Ja, ich habe nichts vergessen. Ah, der geht jetzt zu den Routen. Julier. Gut, sie haben verloren, aber er ist weg. Also er hat gewonnen, stimmt. Ja. Der Gallier hat gewonnen. Hm. Ja, Meister. Untersuche. Oha, ihr habt aber gute Armeen, ne? Ah, da ist nichts mehr. Habt ihr gar keine Leute dort? Also jetzt ist was los. Die machen gar nichts, die haben nichts mehr, hä? Nochmal ein Gewinn. Kleon von Sparta und Axesia. Axesia. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Minen plus 1. Haben wir die Minen gemacht? Ja. Minen plus 1. Ich werde mal auf niedrig machen, wir haben genug Geld. Und ich mache dazu noch. Eigentlich müssen wir ja Armeen bauen. Ich werde Minen machen. Ah ja, Pergamum, hast du Probleme mit dem Schmutz? Der Siedlung Details. Naja, was soll ich sagen? Komm, Kanalisation natürlich machen. Pergamo und Syrakus. Syrakus, du nimmst etwas, das beliebter macht. Ah, du hast wahrscheinlich Schmutzprobleme. Und Aufstände. Das ist wahrscheinlich, weil wir Kriege haben hier in der Nähe. Hä? So. Prima. Der Rest. Ja. Also, die da gehen wieder hier hin. Der da G8
Geht mal zu den Mazedoniern. Ja, sofort. Sofort. Weiter geht es nicht. Ich wollte eigentlich nach Larissa, aber jetzt bin ich oben durch. Sind bereit. Der hat nicht angegriffen, weil er wahrscheinlich gesehen hat, er hat keine Chance. Mein Herr, Befehle. Ja, ich muss auf nächste Runde warten. Ja. Okay, hier haben wir den Ding. Nike Priester und Ringe hat der. Stimmt, wenn der uns wegstirbt, dann ist es schlecht. Weil wir wollen die Dinge da haben. Das Schiff ist bereit. Ah, oh, der hat viele Schiffe. Können wir den mit dem besiegen dann, hä? Wisst ihr was? Wir gehen jetzt gleich mal hier hoch. So, greifen den an später. Ja, ich tue die Truppen verheizen. Hier haben wir einfach eine Belagerung, eine See, eine Hafen. Ja. Kann ich etwas tun? Sperrung. Da ist es. Alle an die Lager. Handelsrechte. Bündnis. Ja, halt die Schnauze. So, jetzt gehen wir weiter nach hier. Hier ist doch irgendein neues Reich. Wir sitzen fest. Wir können nicht weiter. Nur Draken. Okay, müssen wir hier hin. Egal. Also, und hier haben wir schon gemacht. Lol, der ist 33. Die werden nicht mehr schaffen und sind dann quietschjung. Ja, soll ich jetzt das belagern? Vorwärts! Ja, mein Herr. Ich werde sofort... Ich warne die mal. Waffenstillstand. Also, gut. Sire! Bereit machen für den Kampf. Siedlung wird belagert, Herr. Die Siedlung wird... Ist mir egal. Ich werde jetzt die noch reinholen. Und dann haben wir die Römer hier vertrieben. Yes. Yes, 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 yes. So, mehr haben wir jetzt gerade nicht, gell? Ja, Meister. Ja, ja Meister. Ab die haben viele Armeen geholt. Ich denke, ich werde, ja. Ich werde die Truppen in der Stadt warten lassen, bis sie angreifen wollen und dann werden wir sie vernichten. Hä? Ausländischer Würdenträger. Aha, Linguist. Gut. So. Oh. Nicht im Ernst will er mich angreifen. Fick dich. Euer Ehr, ich werde sofort mit Ihnen reden. Ja, der will uns angreifen. Der muss uns angreifen scheinbar. Ich muss es riskieren. Okay, gut. Sind bereit. Dankeschön. Ich werde wahrscheinlich die Truppen hier abziehen müssen. Wie soll ich das machen? Ja. Ja, wir schaffen das sowieso mit diesen Truppen. Ja. Verlasse die Armee. So. Das Schiff ist bereit. Ja gut, machen wir das halt so.
Ich habe keinen Bock mehr, jetzt noch etwas zu verlieren. Rundenbericht, ja, wieder plus. Bau abgeschlossen, Rhodos. Ah, Halikarnassus. Okay. Rodung wollte ich sagen. Okay. Wir werden jetzt. Angreifen. Also wenn es mal nach mehr geht, können wir hier eigentlich recht gut eine vernichtete Sieg rausholen. Hä? Wenn ich so denke, wie dumm die sind zum Beispiel. Heute Nacht werden wir feiern, trinken und die Geschichte unseres Mutes erzählen. Aber zuerst müssen wir unsere Feinde besiegen und ihnen zeigen, dass wir die Erben von Alexander und Achilles sind. Ja. Nun seht nach vorn. Markiert das Ziel und lasst uns die größte Sorge des Feindes sein. Wir gehen nach zum Ätna hoch. Komm. Gehen wir zur Ätna hoch. Ah. Das wird so genial ist. Wieso muss der den Rambock haben? Können wir den Rambock nicht? Wechseln? Na komm, wir lassen das. So. Wenn die rauskommen, dann ist gut. Wenn die nicht rauskommen, dann ist es auch gut. Ja, sie kommen nicht raus. Dann werde ich einfach hier hingehen und mit der Belagerungsmaschine angreifen. Fertig. Ich werde wahrscheinlich wieder wegen der schlechten Positionierung wieder viel Schaden erleiden durch die Hopliten. Aber ja, ich wollte ja die Spanier nehmen. Das ist ja der Grund, dass ich halt auch ein bisschen schwer habe. Ich hatte früher die immer gehasst. Aber in Strategieforen und so weiter hat er immer alle gesagt, das wären die Besten, weil sie eben alle aufhalten können. Aber ich war nie so richtig der Meinung, weil ich halt einfach immer auch wieder Fehler gemacht habe und so weiter. Und das mache ich wahrscheinlich jetzt auch noch. Tja. Genießen wir den Angriff. Ich muss die anders positionieren und die da auch nach vorne bringen, weil eventuell greifen sie dann bald an. Hä? Okay, da sind jetzt mal Peltasten wieder. Schon wieder Peltasten. Unsere Soldaten sind am Tor. Jetzt müssen sie es niederrammen.
Ausschwärmen! Jamborg! Ja, ihr schwärmt gar nicht aus. Hä? Was macht denn die? Aha, ihr macht euch jetzt locker. Gut, jetzt greift ihr aber an die schwangeren Berge. Ja, ja, die Bogenschützen sterben alle wieder. Aber was macht er eigentlich? Der soll doch alle hier hinmachen und dann schießen. Also 134. Ah, wir haben ein bisschen Zeit verloren, aber das war das Spiel. Dem Spiel verschuldet. Wieso gehen die denn auch anders hin? Ich wollte die doch locker machen, damit sie nicht sterben. Okay, jetzt hört er auf. Gut. Kai ist dumm. Ich liebe aber das Spiel. Ich liebe es noch wie noch nie. Ah, Nostalgie. Ich bin nicht so wie die meisten YouTuber und lasse es sterben. Ich lasse Rome Total War nicht sterben. Wenn Rome 3 rauskommt, werde ich es wahrscheinlich spielen und Let's Playen, auch wenn es grottenschlecht ist. Weil Rome 2 war für mich selber grottenschlecht. Der Hamburg hat das Tor durchbrochen. Obliten-Milli. Hamburg. Befehle erfüllt, Kommandant. Marschiert. Angriff. Ja. Feldtasten. Angriff. Feldtasten. Tötet sie. Nicht rein. Nicht reingehen. Sie hauen ab. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Wie süß. Sie haben Angst. Ja. Speere runter. Die greifen gar nicht an, doch jetzt. Speere runter. Ihr Saue. Ihr Säue. Ihr Lumpen. Okay. Die meinen das ernst. Hm. Oh, da sterben ein paar Leute. Oh, 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 oh. Dankeschön. Ja, wirklich toll. Jetzt greift doch mit den Speeren an. Ist es denn so schwer? Habt ihr Bauchweh? Scheiße. Was hat der General? Der ist halt stark. Greift doch mit den Speeren an. Ist es denn so schwer? Topfen sich gegenseitig. Schlimm, so etwas. Er ist tot. Was, ist nicht tot? Hä? Ich habe keine Anzeige bekommen.
Da ist noch einer. Okay, der Rest ist irgendwo hinten. Ja. Aber irgendwie geht das nicht. Was mache ich denn falsch? Verstopfen sich hier vorne. Ich krieg das einfach nicht fertig. Geht alle jetzt mal durch. Scheinbar haben alle Bauchweh. Ja, dann. Wenn ihr hier nicht durchgeht, seid ihr selber schuld. Was ist denn hier schwer? Siegt doch endlich mal diese Scheißgegner. Ich hab's gewusst, dass es wieder irgendwie nicht geht. Es liegt an der KI einfach. Ich kann's nicht machen. Jetzt ist er tot. Der Heerführer ist tot. Wer wird den Römer beweinen? Wohl nur seine heulenden... Cornelius Scipio, das ist doch der Anführer, also der Hauptanführer, nicht? Vielleicht einfach einer der... Ja. Geht jetzt einfach mal alle durch, okay? Das ist so schwer. Was machen denn die? Kindergeburtstag! Yay! Kindergeburtstag gehen! Ja! Wir gehen auf den Kindergeburtstag! Juhu! Wunderbar! Ja, wir wollen durch! Wir wollen schneller sein! Ja! Kindergeburtstag! Juhu! Wieder wild, Kommandant! Mir egal, ich hol die jetzt ein, die Scheißbauern. Generäle. Okay, er hat sich wieder zurückgezogen. Gut. Jetzt ist es ja relativ leicht. Also, ich werde jetzt mal alle gruppieren. Und die gruppieren. So, dann geht's leichter. Können sie gruppieren. Also ihr da greift mal an. Ihr da greift mal an. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Die greifen jetzt schon wieder ohne Speer an. Ich kann das irgendwie nicht machen. Was fehlt bei mir? Und wieso verlieren die alle? Die verlieren allen gegen die Hasbati, weil sie zu schwach sind. Ich brauche bessere Armeen hier, bessere Truppen. Ja. Ja, und schaut mal, was die machen. Die machen überhaupt nichts. Die machen auch überhaupt nichts. Gut, ein paar haben wir besiegt durch die Bogenschützen. Aber natürlich, ja, ist wenig gut. So, jetzt kommt hier mal die Fernkampfeinheiten. Schießt mal drauf hier, fest. Ja, aber schießen! Kann man sowieso verheizen.
Jetzt schieß doch endlich mal drauf! Was ist denn so schwer? Die KI des Todes. Schießen! Schießen! Verdammt nochmal. Ich werde der böseste General auf Erden, wenn es so weitergeht. Ja, kommen endlich Pfeile auch mal runter. Dankeschön. So, jetzt. Zurückkehren. Die machen wieder nix! Die machen wieder nix! Und was machen die? Was machen die? Ja, gut. Ihr habt's gecheckt. Die KI ist manchmal hässlich, grässlich. Aber das kann man nun mal sagen. Damals haben sie sich einen Scheiß eingekehrt mit ihren KI. Sie haben einfach nichts gemacht. Nicht mal ein bisschen KI. Ich werde alle bestrafen. Die werden einfach ignoriert. Okay. Leute, ich habe sogar einen noch besiegt. Super, du bist der spartanische Peltast des Todes. Lol, die besiegen alle, aber sie wissen nicht, dass ich hier bin, oder wie? Ist ja mal krass. Das habe ich noch nie gesehen. Wunderbar. Kommt jetzt, ihr Schnecken. Ihr spartanische Schnecken. Gibt's die überhaupt? Ich denke schon. Ah. Solche Idioten. Schaden machen sie ja, aber sind gleich tot. Spartanische Schnecken, los! Ist mir jetzt egal. Gut, es reicht. Es reicht für beide. Ihr habt gut gekämpft. Jetzt haut ab. Aber los. Haut jetzt ab. Geht mal hier hin. Sonst kommt ihr ja nie vorwärts. Los, hier hin. So, dankeschön. Habe ich noch den Tag gerettet. Aber war knapp, hä? Wenn wir so blöde Truppen haben, ist es ja auch klar. So, jetzt besiegt die mal. Ich habe mir übrigens entschieden, was ich spielen werde. Ich werde für den Anfang in Barbarian Invasion, also das Nachfolge der Griechen, dann die Sassaniten spielen, weil ich die Sassaniten einfach mag sehr. Und werde als zweites dann eventuell die Alemannen spielen. Oder soll ich die Burgunder spielen? Nein, die Burgunder sehen nicht so schön aus. Wenn die nur ein bisschen weinrot wären und nicht pink.
Und eventuell die Flanken halt auch noch. Eventuell werde ich halt zweimal das gleiche Papa-Invasion machen und dann wieder einmal rum. Weil sonst, ja, ich weiß es nicht. Ihr dürft entscheiden, gell? Ja, der ist noch hingelegt, also, am Boden gewesen. Jetzt! Dieser heldenhafte Sieg ist der griechischen Soldaten würdig. Die schlaft bald ein. Oh Gottchen, oh Gottchen, ich habe keine vernichtende Sieg gemacht. Oh, ah, toll, wunderbar. Genau das wollte ich ja, dass die Generale noch Erfahrung bekommen. Diese Flaschen. Das muss ich denn machen. Versklaven. Kriegsheld. Kriegsheld. Ein kluger Anführer weiß, wie er Ruhm und Tapferkeit anderer Leute zu seinem Vorteil einsetzt. 20% Nachlass auf Kosten der Einheitenausbildung. Och, ist das gut. Ortschaft wächst, Halikarnassus. Wieso? Ah ja, wegen der Versklavung, stimmt. So, also dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Schauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.